Symbolisch können wir uns den Neuanfang so vorstellen, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Samen zu pflanzen in die dunkle Erde. Dort wird der Samen über den Winter ruhen und langsam reifen, um dann im Frühling einige Monate später zu sprießen und neues Leben bzw. neue Projekte oder Vorhaben hervorzubringen. Das ist das Einzige, was wir aktuell zu tun haben, mit unserer feurigen Gedankenkraft Samen zu pflanzen und sie dann ruhen zu lassen, sodass sie von sich aus dann nicht allzu langer Zeit sprießen werden. Was zudem noch eingeleitet wird und ein, zwei Tage später beginnt, das ist eine Portalöffnung. Und zwar öffnet sich das dreitägige Portal von Sanheim, aller Heiligen und aller Seelen, das wir heute unter dem Begriff Halloween kennen. Ich habe zu diesen Festen bereits ein ausführliches Video erstellt, das ich dir gerne nochmal verlinke. Und in Kürze, worum es hierbei geht, ist um die bewusste Rückverbindung mit den Ahnen. Und für diese Rückverbindung habe ich Anfang diesen Monats ja bereits eine Affirmationsmeditation online gestellt, die die Rückverbindung bereits eingeleitet hat. Da an diesem Tag die Schleier zur Anderswelt besonders dünn sind, ist es sehr wichtig, dass wir einen energetischen Schutz aufbauen. Wir können das machen zum Beispiel mit Kerzen, die wir auch ans Fenster stellen, mit Räuchern, Kristallen oder Meditationen. Zudem stelle ich jetzt nochmal einige Schutzfrequenzen zur Verfügung, die speziell auf die Zuschauer dieses Videos abgestimmt sind. Denn in einem meiner letzten Videos hatte ich euch ja gefragt, in welchen gesundheitlichen Bereichen ihr euch Unterstützung wünscht. Und bevor wir die einzelnen Bereiche angehen, bauen wir erstmal einen energetischen Schutz auf, sodass wir uns bei allem wohl und absolut sicher fühlen. Und die jetzt eingespielten Frequenzen, die ihr bereits im Hintergrund seht, die kommen direkt aus dem Informationsfeld, also aus der Akasha-Chronik. Und sie können dafür sorgen, dass sich unser Geist beruhigt durch eine mentale Harmonisierung. Auch werden unsere Zellen harmonisiert, sodass wir unter Umständen auch in dieser hochfrequenten Zeit etwas besser schlafen können als normal. Zudem beinhalten die Frequenzen auch einen Schutz vor planetaren oder geopathischen Erdstörungen. Mit diesen Frequenzen findet somit eine Harmonisierung in deinem bioenergetischen Feld statt. Für deinen Geist, sodass du entspannter werden kannst und besser zur Ruhe kommst. Für deine Zellen, die energetisch harmonisiert werden. Und du bist zudem vor den Einflüssen von Erde und Planeten energetisch vollkommen geschützt gegenüber energetischen Empfindlichkeiten, die in Zusammenhang mit diesen Feldern und den jetzt starken Energien auftreten können. Somit nimm dir ein paar Minuten Zeit und entspanne dich für einen Moment. Atme tief ein und aus, lehne dich ganz relaxed zurück, lausche der Musik, die die wohltuenden, hochschwingenden Frequenzen in dein Körperfeld einspielt. Maruti Nayaka, Maruti Nayaka, Maruti Na, Maruti Nayaka, Maruti Nayaka. Es findet eine Harmonisierung des bioenergetischen Feldes deiner Zellen statt.
Es findet eine Harmonisierung des bioenergetischen Feldes deines Geistes statt. Es findet eine Harmonisierung deines Schlafes statt. Es findet eine Harmonisierung der energetischen Empfindlichkeiten gegenüber Feldern aus Erde und Planeten statt. Meine Zellen werden vollkommen harmonisiert. Mein Geist wird vollkommen harmonisiert. Mein Schlaf wird vollkommen harmonisiert. Ich bin in vollkommener Harmonie mit der Mutter Erde, mit den Planeten, mit den Sonnen und Zentralsonnen und mit allen Gestirnen. Marutinayaka, Marutinayaka.